Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut. Und falls nicht, wünsche ich euch von Herzen schnelle und gute Besserung. Schwitzt ihr auch so wie ich? Oh mein Gott, ja, hier im Haus geht es jetzt gerade, aber also ich möchte jetzt nicht vor die Tür. Also das sind ja fast 30 Grad bei uns. Trotzdem lasse ich mir den Kaffee schmecken. Und jetzt habe ich gerade einen Moment Zeit und heute, das passt auch ganz gut, denn, ihr habt es ja schon gelesen, ne? Mal, was juckt denn da so? Hat mich da eine Mücke gestochen in den Kolben? Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall. Irgendwas irritiert mich gerade. Ich gucke gerade hier in den Bildschirm. Kann sein, dass ich mit meinen Wurstfingern wieder irgendwas verstellt habe. Passt schon. Auf jeden Fall habe ich so gedacht, die neue Catrice LE Metaface, die hat mich ja doch ganz schön interessiert, als ich die irgendwo jetzt gesehen habe, schon vor 2-3 Wochen. Und dann habe ich gedacht, okay, Anfang September kommt die raus, aber einige haben sogar schon vor September ein Video dazu gedreht. Ich konnte mir nicht alles so genau angucken, so ein bisschen habe ich reingeseppt, aber wir haben jetzt den 6. Gestern am 5. war ich noch im Rossmann, da gab es die LE nicht. Im DM war ich vor ein paar Tagen auch nicht. Ja, und dann habe ich wirklich am Freitag oder Samstag, jetzt haben wir Mittwoch, wo ich hier drehe, habe ich dann online bestellt, weil ich unbedingt was daraus haben wollte. Nicht alles, aber auf jeden Fall die Palette. Und das kam heute an. Ja, jetzt habt ihr wahrscheinlich schon bei einigen dazu Videos gesehen, aber nur nicht von mir, ne? Und das ist ja wichtig. Also, ich hatte 3 Produkte bestellt. Das kommt dann in so einem schmalen Schächtelchen, schaut mal. Und ich hatte schon Angst, weil ihr seht, die Palette ist nicht ummantelt. So lag das hier drin. Die war nur von dieser Pappe hier geschützt. Und hier oben sind noch 2 Produkte. Aber ich hatte Angst um meine Lidschattenpalette. Also ich habe online im DM direkt bestellt. Ja, und Metaface, da ist sie. Ich musste diese Lidschattenpalette haben. Als leidenschaftlicher Paletten-Lidschattensammler muss das sein. Schaut mal, das ist so holomäßig. Ja, voll cool. Schönes, festes Metall. Ja, und dann habe ich erstmal überlegt heute, Metaface. Irgendwie jeder hält es rein, sagt, hey, neue LE von Catrice, Metaface. Face weiß ich ja, ne? Face, ein bisschen Englisch kann ich ja, Gesicht. Aber Meta? Was heißt denn Meta? Ja, die Lidschattenpalette, es gab nur diese eine. Preis blende ich euch ein. Ist, ja, ich glaube über 12 Euro. Aber ist noch im Rahmen, finde ich. Die heißt 01 Social Me. Also ich habe gegoogelt, es gibt verschiedene Übersetzungen. Es kommt auch auf die Sprache oder auf das Land drauf an. Was jetzt was habe ich noch im Kopf? Meta heißt zum Beispiel Säule, Pyramide, Einlochen habe ich irgendwo gelesen, Grenzen setzen, aber irgendwo habe ich dann auch gelesen, spielerisch, irgendwas mit Spielen. Und da habe ich gedacht, ja, das ist die Übersetzung. Catrice, wenn ihr zuguckt, was habt ihr euch dabei gedacht? Wie kommt ihr auf den Namen Meta? Wer denkt sich sowas aus? Metaface. Ich hätte wahrscheinlich Star Wars, irgendwie sowas. Spacey, keine Ahnung, Holoface. Keine Ahnung. Metaface, ja, spielen. Also das ist eine Palette mit 10 Farben. Ich mache die jetzt mal offen. Von hinten so, unspektakulär. Da steht halt nur die Inhaltsstoffe. Wenn man die aufklappt, tata, ein mega fetter Spiegel hier oben. Und die ist Gott sei Dank heile geblieben. Wir sehen eine Abdeckfolie. Und ich habe jetzt schon bei einem YouTuber, ich glaube, es war die liebe Like a Daisy in Spring, sei ganz lieb gegrüßt, die liebe Daisy. Ja, wie haben's dich denn hier festgemacht? Huch, nicht mehr Finger rein. Kommt ewig. So, und die hat damit auch schon einen Look geschminkt. Und das sind die Farben. Ja, wir haben Schimmer. Irgendeiner ist Holo, glaube ich. Oder alle, die 2, glaube ich. Wir gucken mal. Dann haben wir Matte. Ne, da haben wir noch so ein schönes Muster. So Beerenfarben. Und dann haben wir hier das Türkis. Und nochmal so ein helles Rosa. Ja, hier so ein Peach-Tönchen. Und hier, das ist wohl
Ein cremiges Gerät. Ich fange mal an, ich swatch erstmal und ich habe vor, weil ihr seht, ich bin nackig. Es kommen ja noch zwei Produkte, probiere ich alles aus, aber ich mache einen schnell, was heißt nicht einen schnellen Look, aber ja, ich mache jetzt nichts wahnsinnig spektakulär, obwohl vielleicht doch Metaface spielen. Also das ist was für mich Spielkind, genau das Richtige. Ne? Also ich, wenn jemand das anders übersetzt weiß, dann klärt mich auf, aber ich habe irgendwo gelesen, spielen, spielerisch, und das passt einfach, weil es ist jetzt keine Alltagspalette, seien wir mal ehrlich, obwohl, ja, ich swatch mal. Ich gehe mal in das Türkis, bam, in das Rosa, ja, und in das matte, schöne Lavendeltönchen. So, Swatch in der Handfläche. Okay. Ja, also ich habe das auch schon, ich glaube, es war bei der lieben Daisy gesehen. Man muss ein bisschen aufbauen und sie hat gesagt, ihr fehlen dunkle Töne, um ein bisschen mehr Tiefe in das Augen-Make-up zu bekommen. Da stimme ich zu. Ich möchte gleich auch noch was ausprobieren. Ich denke, Catrice hat sich gedacht, also wer so eine Palette kauft, der hat auch irgendwo eine Standardpalette mit einem Schwarzton, und ja, klar. So, dann gehe ich mal, weil am unglitzerigsten, am glattesten noch, ist dieser hier. Ne? Wenn man hier so schaut, ja. Da gehe ich jetzt mal rein in diesen Peach-Ton. Ja, das ist mehr so ein Peach, wenn ich jetzt so richtig gucke, so ein Gold. Schaut mal. Ne? Der hat jetzt keinen groben Glitzer, unheimlich schön. Könnte ich mir gut zum Highlighten im Augeninnenwinkel vorstellen. Ja, machen wir mal wieder weg. Der ist schön. Dann überspringe ich jetzt diesen Creme-Lidschatten, gehe jetzt in diesen, in den hier, in diesen Beerenton. Aber total weich. Wow, wenn ich hier drüber gehe, als hätten sie da Creme reingepackt. Jetzt packt Creme. Schaut mal. Wow. So mehr Metallic-mäßig, oder sind das so Holo? Holo Monolo. Ne, Holo ist das nicht. Also das schimmert wie Metall. Flüssiges Metall in rosa und in einem... Ja, es sind ein paar gröbere Glitzerstücke. Was heißt grobe? Ihr seht das vielleicht hier unten. So ein paar mehr Stückchen, aber nichts, was du spürst. So, jetzt kriege ich meine Handinnenfläche nicht mehr sauber. Guckt mal. Hä? Ja, also beim Abschminken kriegt man wahrscheinlich so ein bisschen Spaß. Naja, aber von der Textur kriege ich nicht mehr hin. Jetzt kann ich, oh nein, jetzt kann ich hier, naja, egal, komm. Dann nehmen wir die andere. Ach, da ist auch jetzt alles am Glitzern. Aber jetzt kommen ja nur noch so Glitzi-Flitzi-Dinger. Hier so ein, mal gucken, was das ist. Ich glaube, das ist der Holo. Ja, der changiert. Könnte vielleicht auch ein Dupe zum MAC Club sein. Ja, seht ihr das? Ah ja. So ein bisschen grau, rot, braun. Ordentlich Schimmer. Daneben ist ein dunkel... Was ist das? Grau? Und nee, das sieht mal aus wie grün. Schaut mal am Finger hier. Und jetzt machen wir den mal hier daneben. Okay. Aber das ist kein Holo. Also ich glaube, der Holo, das ist der einzigste, der MAC Club Dupe, würde ich sagen. Das Grüne ist kein Holo. Ne. Der ist unheimlich schön intensiv dunkelgrün und hat halt auch dieses metallische Leuchten. Komm, jetzt machen wir auch den letzten. Das ist dieser hier, dieser Beerenton oder Weinrot. Auch sehr, sehr schön. Den machen wir hier mal. Ja. Und dann sieht man, ne? Die schimmern halt schön. Also ich würde sagen, das ist so ein Holo-Verschnitt. Ne? Ja, aber der ist auch sehr schön. Also vom Finger her, vielleicht sind das auch Lidschatten, oh mein Gott, die am besten am besten mit dem Finger zu handeln sind. Wir schauen mal. Vielleicht sollte ich mir mal eben die Hände waschen. Ich glaube, das mache ich gleich auch. Oder jetzt. Also, das waren die Swatches. Nein, wir kommen noch zu dem letzten, der mich sehr interessiert. Dieser cremige. Da gehe ich mal mit dem... Ne, ich wasche mir mal eben die Flossen. So, das musste sein. Und auch jetzt, ja doch. Ja, es geht. Jetzt sind sie sauberer. So, also der letzte hier, das sieht man schon, das ist so ein cremiges Ding. Oh ja, das ist wie Lipgloss.
Okay. Und was macht der? Okay, das könnte so ein Tupper sein. Vielleicht kann man, das ist echt, das ist wirklich, den kann man ja nicht. Ich überlege gerade, ob ich, wenn man jetzt zum Beispiel einen dunkelbraunen oder einen schwarzen nimmt und dann den da drüber gibt, aber der ist wirklich wie Lipgloss. Ich glaube, dann verschmiert sich alles. Sieht man das? Oder vielleicht ist der auch, ja, wofür ist der? Das, da bin ich jetzt überfragt. Also, ich glaube, die liebe Daisy hat sich den in den Augeninnenwinkel geballert und fand das ganz nett. Vielleicht schminke ich zwei Looks, obwohl ich gleich noch eigentlich weg muss. Ich habe meinem Sohn versprochen, dass wir gleich Eis essen fahren. Naja, da muss ich mich zur Not. Also, das ist, ihr seht es, eine Palette, die hat ordentlich, ja, also, ich finde es schön, ich mag die Farben. Auch dass da Matte bei sind und dieser MAC Club Dupe ist ja schon, den könnte ich mir auch auf ganzen Auge cool vorstellen. Ich habe jetzt mal noch eine Lidschattenpalette, diese Who I Am, ne? Die ist ja auch schön bunt von Catrice, kam ja dieses Jahr raus und da habe ich zum Beispiel hier in Schwarz. Ne? Also es kann sein, dass ich gleich das mal ausprobieren werde. So, jetzt zeige ich euch noch das zweite Produkt, wofür ich mich interessiert habe, ist dieser Metaface Jelly Highlighter, würde ich sagen. Das ist in so einem Plastikdöschen, hat auch hier diese Holo-Optik. Ja, und hier sieht man schon die Farbe. Ist ordentlich Inhalt für so einen Highlighter. Was haben wir denn? 20 Milliliter. Und hier steht drauf, Virtual Highlighter Gel, ein Gel. So, ist noch zu. Moment, machen wir mal den Klebi ab. Hier haben wir noch ein Schutzdeckelchen. Ja, und das ist so eine... das könnte eine Sauerei werden. Ich muss dran riechen, riech nicht viel. Ich nehme mal ein bisschen vom Deckel. Ja. Und erinnert mich irgendwie gerade an Bubblegum. Warum? Oh je, ja, das ist wirklich wie so ein Gel, dünnflüssiges Gel. Und je nachdem, ich könnte mir vorstellen, dass man das... wenn man mal richtig Foundation trägt oder auch in den Primer aufs ganze Gesicht so ein bisschen mischt und über all over the face, aber der wird auch so dumpf. Also irgendwie, und jetzt ist er so klebrig, schaut mal. Guckt mal hier, seht ihr das? Das klebt, da klebt richtig die Haut. Oh oh, das passt richtig. Hier, guckt mal. Spielkind, ich weiß. Ist genau das Richtige für mich. Ich glaube, ich würde es nicht über Make-up geben und auch nicht über Puder. Ich glaube, das muss gleich, ich habe heute Morgen nur eine Sonnenschutzmilch im Gesicht, eine Sonnencreme. Sonnenschutzmilch. Also so geht es ganz gut ab wieder. Ja, das ist was zum Rumspielen. Muss man gucken, ne? Wie es kompatibel ist. Ich glaube, ich schmiere mir das gleich mit den Fingern oder mit dem Pinsel. Ich hätte mir noch ein Make-up-Eye, wäre cool gewesen, aber das habe ich jetzt nicht hier, aber vielleicht mit dem Pinsel. Mal gucken. Wer hat sich das Zeug geholt? Mal gucken. Ja, und dann gab es, glaube ich, noch Nagellack. Auch schön, aber nee, und dann diesen Swirly Primer, ne? Aber ich wollte noch dieses interessante Teil gesehen, auch bei der lieben, genau, Make-up-Mieze. Sie hat sich die LE auch, bei euch gab es die LE viel früher. Also ich habe sie hier bei uns wirklich noch nicht stehen sehen. Es gibt, glaube ich, drei Varianten. Und ich glaube, du, liebe Lydia, hast eine andere Farbe. Ich habe hier diese grünliche und zwar das ist ein Lip Glaze, Meta Glaze, die 03 habe ich. Ein Color Changing, farbverändertes Lippenöl, färbt die Lippen. Ja, da haben sich viele, glaube ich, gefragt. Ich glaube, der Unterschied ist nur die Außenfarbe. Aber ich gucke mal. Also, das Pinörkelchen vorne ist kein Schaumstoff, ist wie, glaube ich, Plastik. Ich gebe mir mal hier ein bisschen auf den Handrücken. Ja, und je nach pH-Wert. Oh, das riecht nach Wassermelone tatsächlich. Ja, die liebe Lydia, ich mache mir das mal jetzt hier hin. Das ist aber angenehm. Ja, ist so ein hartes Plastikzeug. Und ihr seht, hier
reactet er schon. Aber vielleicht haben sie... wartet mal, der Spiegel steht ein bisschen schief. Aber das ist irgendwie ungewohnt hier mit dem harten Stäbchen. Hm, reicht aber. Ah, also es ist schon intensiv süßlich. Nicht. Wir machen hier keinen Test, Nadine. Nein, das ist ein Lippenöl. Lipglaze. Aber sehr, sehr angenehm, weich, geschmeidig. Ich mag es. Also es, oh, es riecht jetzt gleich, reactet hier mit die Nase. Ich, oh, nicht in die Nase, nicht an die Nase. Es ist einfach zu warm, ihr Lieben. Es ist interessant, ne? Wenn man das so sieht, hier so grünlich. Und der Pin ist aber, der ist immer reactet. Der ist, seht ihr das? Ja. Schwupp. Komisches, schmatzendes Geräusch. Aber das Gefühl ist toll. Und jetzt diese Melonen, ich würde sagen so Honig-Wassermelone, unheimlich angenehm. Ihr seht jetzt, aber ich finde das gut, das reactet. Ist nicht ganz so pink wie manch andere, das gefällt mir. Es kann natürlich sein, dass bei den, es gibt ja noch zwei Sorten, dass, glaube ich, die liebe Lydia da, ich glaube, bei dir war es pinker. Und bei mir ist es so ein bisschen mehr rötlich pink, finde ich schön. Also das gefällt mir und die Art und Weise ist schon was anderes, Spezielles, finde ich irgendwie cool. Mag ich und passt zum Namen Spielen, ne? Zieht tatsächlich auch etwas in die Haut rein. Das Gefühl ist angenehm auf den Lippen. Ja, das sind die drei Sachen. Also, Lippenteil habe ich ja schon drauf. Sieht schön aus. Irgendwas ist anders. Ich habe irgendwas verstellt an der Kamera. Naja, ich werde es noch herausfinden. Ihr Lieben, wir mal bereiten uns vor. Ich bin gespannt. Ihr schreibt mir bitte mal, ob ihr die LE... Seid ihr Spielkinder? Seid ihr Metaface-Kinder oder wie auch immer? Also ich mache jetzt Folgendes. Ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt einfach, wie gesagt, ich habe heute Morgen, wir haben jetzt 15 Uhr, ich habe heute Morgen um, es war schon recht früh, 7 glaube ich, habe ich mir den Sonnenschutz aufgegeben. Ich nehme jetzt einfach von Trended Up diesen Hydrovitamin-Primer. Den habe ich mir mal gekauft, dieses Jahr meine ich, war es auch. Warum schüttel ich den? Ja, das ist so ein dünnes Zeug und jetzt geht meine Kaffeemaschine aus, macht ein bisschen Krach. Dafür läuft die Spülmaschine heute nicht. Das haben wir ja eigentlich zu 99,9%, ne, dass meine Spülmaschine läuft. Ach, das reicht, glaube ich, schon. Ein schöner Primer, der irgendwie eine Frische spendet. Ja, und auch feuchtigkeitsspendend ist natürlich mit dem Hyaluron. Ja, so, jetzt lassen wir jetzt ein bisschen einziehen. Ich habe mir mal Washi-Tape hier hingelegt. Ich weiß nicht, ob ich es benutzen soll. Die liebe Sarah Isabel, glaube ich. Ich vergesse manchmal wirklich, dann weiß ich nur den YouTube-Namen hier, Like a Daisy in Spring. Sarah, glaube ich, ne? Also, sorry, wenn ich mich jetzt vertue hier, aber es ist heiß. Ich schiebe heute alles auf die Hitze. Die klebt sich das immer hier ab. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache gleich. Ich möchte das auch machen. Abkleben und dann mal schauen. So, jetzt würde ich sagen, kommen wir schon daher. Und genau, ich habe mir übrigens aus der Rival Loves Me Galaxy LE mit Maxim, kennt ihr ja, ne? Da habe ich mir ja alles gegönnt, weil ich die LE so feier. Und das ist wirklich ein Fixing Spray. Das kann man nicht nur hin, also zum Schluss benutzen, zum Fixieren des Make-ups. Nein, auch vorher schon. Es ist gerade jetzt, ich könnte jetzt hier eine Stunde lang rumsprühen, weil mir so warm ist. Ja, ich hatte mir dann ein Backup geholt, ne? Weil ich diesen Strahl, das ist unheimlich ein groß, breit gefächerter, feiner Strahl und ich liebe dieses Fixing Spray. Ja, ich habe es mir dann nochmal geholt und jetzt am Freitag noch. Ich habe euch ja gesagt, steht da dann, weil die LE ist ja jetzt schon seit längerem draußen und das wollte nicht weg. Und dann habe ich mir das immer angeguckt und habe gesagt, okay, wenn du nächste Woche noch da oben stehst, dann bist du mir, dann bist du mir. Ihr wisst, jetzt habe ich drei. Das reicht jetzt auch. Aber es ist eine kleine Flasche und ich liebe es. Also ich mache es nochmal. Mm.
göttlich. So, jetzt haben wir aber ordentlich hier Feuchtigkeit im Gesicht. Ja, und ich würde jetzt eigentlich schon den Highlighter mir aufgeben. Ich bin echt am Überlegen, mit welchem Pinsel. Finger, glaube ich, könnte in eine Buchse gehen. Aber ich habe doch hier irgendwie... Wo ist er denn? Ich könnte das ja mal ausprobieren. Der Pinsel, den gab es ja erst nicht, ne? Aus der Galaxy LE. Und den haben sie ja nachgeliefert. Habe ich noch nicht benutzt. Für einen Highlighter vielleicht so? Oh ja. Wir probieren es. Ich habe jetzt... Also ich mache das jetzt so. Also wenn ihr Make-up tragt, ich würde es auch unten drunter tragen, nicht drauf. Ich glaube, die liebe Sarah Isabel hat auch gesagt, dass sich das sonst abträgt, wenn ihr das nachträglich macht. So, ich nehme jetzt mal einfach, wie mache ich das denn? Direkt mit dem Pinsel hier. Am Deckel ist so viel. Ich nehme mir mal ein bisschen vom Deckel auf den Handrücken. Und jetzt, ja, das ist ein bisschen Sauerei, ne? Also man hat dann immer irgendwie was und muss aufpassen, dass man nicht gleich überall was hat. Jetzt würde ich sagen, gehe mit dem Pinsel einfach mal da rein, so. Oh. So, verteilen überall, dass es nicht zu krass wird. Und jetzt tupfen wir mal ein bisschen. Oh, das ist schön kühl. Oh ja, da kommt was. Hm? Seht ihr das? Wow, das reicht doch schon. Das nehme ich. Guck mal hier, mein Handrücken. Also ich glaube, dass wenn man das vielleicht mit Make-up mischt, ja, ich habe es mir etwas zu hoch gesetzt, glaube ich. Egal, heute darf es mal ruhig ein bisschen mehr sein. Und auf die Nase. Es ist schön frisch. Es riecht irgendwie nach nichts. So, ihr wisst, ich highlighte gerne mein Näschen. Das ist so ein changierender Pink-Blau mit blauem Unterton. Schaut mal. Ist das nicht schön? Ja, also und es klebt. Es ist richtig bappig klebrig. Ich hoffe, dass das jetzt gleich nachlässt. So, das würde ich jetzt... Und ich würde den Pinsel, glaube ich, auch relativ zügig waschen. Ja. Muss eh Pinsel waschen. Es ist ein bisschen sauig, glaube ich, aber den Deckel packe ich trotzdem wieder oben rein. Jetzt habe ich natürlich hier überall was. Vor allem, ich glaube, ich mache es nächste Mal so, mit dem Spatel hole ich mir ein bisschen raus. Ich habe von Maxim war es, glaube ich, auch diese Make-up-Platte. Dann lege ich mir das auf diese Make-up-Platte und dann kann man das, ist ein bisschen sauberer einfach, ne, wie mit der Hand. Aber so... Also es ist ohne groben Glitzer, aber ihr seht, es ballert, ne? Schön. Irgendwie schön, ich spiele... Also es ist was Besonderes. Das ist nicht, was man jeden Tag macht, aber manchmal. So, der Pinsel sieht jetzt so aus, das ging ganz gut. Ich glaube, lieber Maxim, dein Pinsel wird jetzt immer für diese flüssigen Sachen herhalten. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir einfach mal... Ich habe ja... Das neue Catrice Soft Glam Filterpuder hier, ne? Ich weiß jetzt nicht, das gibt ja auch so einen Wahnsinns-Glow. Ich habe aber auch noch dies hier, das gibt es leider nicht mehr, das Velvet Finish. Ihr seht, großes Hitze-Pan. Ich habe hier die 020. Das ist auch ein schönes Puder. Was ist das denn hier, so eine Mini-Obstfliege? Nö, komm, ich... Oder ist das eine... Ne, ich glaube... Guck mal hier, jetzt habe ich überall was... Das kriegst du nicht so schnell wieder ab. Also schön die Hände waschen. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich muss mal ein Live-Schminki mit euch machen. Ich muss unbedingt jetzt auch mal wieder live gehen. Puh, ich war die letzten Tage, war so viel los und ich war so kaputt abends. Ich sag, ich glaube... Wisst ihr was? Weil dieses Puder ja gerade neu ist. Ich mache jetzt erstmal Folgendes und... Nehmt das Soft Glam. Also ich gehe jetzt hier überall, seht ihr das auf der Stirn? Das hat so einen schönen Weichzeichner-Effekt. Über die Augen. Mhm. Ja, mal gucken. Und sette quasi den jelly-geligen Highlighter. Vielleicht ist er dann nicht mehr ganz so klebrig, weil das finde ich nicht so schön. Ja, das, oh ja, jetzt ist, nee, jetzt ist es nicht mehr so klebrig. So, und ich glaube, das passt auch ganz gut. Ich mag das Puder. Ne, du hast so einen schönen natürlichen Weichzeichner-Effekt, so einen Glow im Gesicht. Aber ich denke, man kann auch hier,
mit einem anderen normalen Puder das setten. Aber ich glaube, das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Einen schönen Leuchtkolben habe ich. Schön. Aber das Lippenprodukt ist echt angenehm. Und es reactet. Reactet. So, was machen wir jetzt? Augenbrauen. Ja, komm, machen wir mal eben schnell. Wenn ich den Augenbrauenpinsel finde. Habe ich schon gesagt, dass ich Pinsel waschen wollte? So viel dreckig. Also ich versuche, nicht mehr so viele Pinsel dreckig zu machen, tatsächlich. Aber ich finde es jetzt gar nicht mal so schlecht und es klebt nicht mehr. Das ist wirklich... Wo habe ich dich denn jetzt? Ach, da. Mein Geliebter, das ist von Real Techniques, der Eyebrow Pencil. Und dann nehme ich von Alverde mein geliebtes Augen... Ich kann euch gleich auch näher holen. Weil ich müsste auch mal etwas näher kommen. Komm, ich hole euch mal näher. So. So. Mir ist so warm. Also man muss Freude am Spielen haben bei dieser LE. Ne? Also ich würde Metaface, wie würdet ihr Metaface übersetzen? Also ich glaube, das, was ich gefunden habe mit Spielen, weil Pyramide, da stand irgendwo Pyramide. Also so unterschiedliche Übersetzungen. Aber Metaface, Spielgesicht, also Spielen im Gesicht, irgendwie so deute ich das. Jetzt würde ich das jetzt übersetzen. Oh, sorry, jetzt bin ich mit meinem Ellenbogen am Tisch hängen geblieben. Das gibt wahrscheinlich so Rumsgeräusche wegen dem Mikro. Aber da müssen wir jetzt durch. So, es ist warm. Doch. Augenbrauen, finde ich, ist immer, geht schnell. Also ich, wie gesagt, hier Puder. Hallo. Ach so, ich bin jetzt näher dran. Darf ich nicht so nah ranhalten. Na, die Wien. Schon gesagt, dass mir warm ist. Ihr Lieben, dann würde ich sagen, machen wir eine Eyeshadow Base. Dann nehme ich heute diese hier von Trend It Up, die neue, in dieser quietschgrünen Tube Super Grip. Trend It Up, ja. Das ist, glaube ich, ein farbloser. Ja, der ist farblos, aber sehr, sehr gut. Alles, was ich bisher damit geschminkt habe, blieb auch an Ort und Stelle und ist nicht gecreased. Und man braucht wirklich nur so ein, hier seht ihr das an meinem Finger, so einen kleinen Nupsi. Ich muss unbedingt meine Nägel jetzt machen. Der Nagellack ist zwar erst, ich glaube, 8-9 Tage drauf, aber ich mache ja jetzt immer im Moment meine Nägel selber mit diesem UV, also mit Neonail oder Semilack, mit diesem UV-LED-Gel. Ich weiß gar nicht, wie es richtig heißt. Ich glaube, UV-LED, UV-Gel, sagen wir mal. Ne? Und ich muss die mehr kürzen, weil die wachsen ja dann auch jetzt gut raus, ne, und brechen nicht. Ja, das ist auch so ein bisschen sticky, das klebt erst am Anfang so ein bisschen, aber ist nicht schlimm. In der Zeit, wo das einwirkt, mache ich mir den Love Sun hier von Love, den Essential Caramel drauf. Den mag ich im Moment sehr, sehr gerne. So, bisschen nur, da wo ich auch konturieren würde quasi. Ich mache das nicht all over the face, immer nur so ein bisschen im Gesicht hier an den Wängelchen. Ja, das kann ja auch jeder machen, finde ich, wie er möchte. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Beim Schminken gibt es für mich kein richtig und kein falsch. Es gibt vielleicht ein gut, weniger gut, je nach Typ. Ne? Und jeder macht ja anders, also deshalb. Tropical Tropicana River Loves Me Tropicana. Super schönes Blashly, wie rede ich denn heute? Muss am Wetter liegen. Ja, komm, nehmen wir den schönen Pinsel. So. Und ich glaube, dass das ganz nett aussehen könnte. Den kann man ruhig ein bisschen mehr. Ich gehe auch, jetzt sehe ich gerade, weil ich den breiter aufgetragen habe, ruhig ein bisschen über den Highlighter. So. Schönes Teil, echt schön. So, ich habe auch noch ein Haul für euch. Der steht in der Pipe schon länger, aber ich habe jetzt ein bisschen was gesammelt und aber das wäre jetzt zu viel geworden. Und jetzt würde ich sagen, ja, jetzt probiere ich das mal, wie die liebe Sarah Isabel das macht. Ich kann das, glaube ich, nicht gut. Mit Tesafilm habe ich das mal früher gemacht, aber da, das ist nicht gut für die Haut. Ne? Ich glaube, man kann den noch entschärfen, indem man hier so rumdipst.
Das weiß ich nur nicht. Ich habe das noch nie bei ihr so verfolgt, wie, was da für Regeln gibt, sage ich mal. Aber ich glaube, ich würde hier, damit ich nicht, also hier, wo das Lied endet, ungefähr auf Höhe der Augenbraue. So. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ey, du musst kleben. Ein bisschen kleben musst du. Jetzt sieht man besonders schick aus. Ich hoffe, ich ziehe mir den Highlighter nicht ab. Hast du gleich. Ja, super, Nadine. Also ich würde es jetzt intuitiv so machen, aber ob es richtig ist... oh Gott, schwierig, finde ich. Aber ich nehme auch... hier. Ne, wenn das jetzt nicht gleichmäßig im Winkel ist, dann haben wir... Naja, egal. Ich gehe ja nur Eis essen gleich. Hehe. es geht, vielleicht hätte ich es nicht ganz so nah an meine... egal. Es geht ja jetzt für oben drauf. Ne? Oben drauf. Also, ich würde mal sagen, ich wollte ja eigentlich was mit Schwarz machen, um zu gucken, aber das kann ich auf dem Handrücken mal gleich machen. Ich mache mir gleich mal eine Stelle auf meinem Ärmchen schwarz und dann will ich ja mal gucken, ob das überhaupt funktioniert hier mit diesem Cremeteil. Dann gehe ich da drüber. Aber jetzt versuche ich doch, meine Augen gleichmäßig zu schminken. Weiß ich auch nicht. Meine Pinsel sind irgendwie... Ich habe hier noch einen Becher mit sauberen Pinseln. Bin ich noch im Fokus? Ich würde jetzt... Ja, wir haben jetzt hier keinen leider, wo... Ich sette ja immer ganz gerne erst, ne? Ja, die... Habe ich das denn hier in der Huayam? Doch, das mache ich jetzt auch mal eben. Da habe ich hier so einen schönen matten, cremigen. Nehme ich jetzt einen Lidschattenpinsel, gehe in den Cremeton... Ton und gib mir den hier überall auf. Einmal so, zack. Wisst ihr, das mache ich ganz gerne. Ich weiß jetzt auch nicht, ich würde gerne, dass ihr das Video seht, jetzt schon am Mittwoch, aber ja, der Tag ist jetzt schon weit fortgeschritten. Wir waren heute mit Johannes schon, um 8 Uhr hatten wir einen Termin bei der Kinderärztin von Johannes zur Blutabnahme. Alle 2 Jahre kontrollieren die den Blutwert, weil bei Trisomie-Kindern kann es wohl auch schon mal häufiger vorkommen, dass die Schilddrüse nicht richtig funktioniert. Jetzt pinsel ich mir schon das Washi-Tape runter. Aber bisher war immer alles in Ordnung und Johannes hat das so schön gemacht. Ich bin so stolz auf Johannes, wirklich. Er hat keinen Mucks. Sie hat hier aus der Armbeuge, hat geklopft. Weil gerade bei Kindern sieht man das nicht so gut. Ach, ich glaube, so geht's, ne? Ja, hat geklopft und dann gestochen. Ich glaube, 3 Röhrchen Blut abgenommen und Johannes hat keinen Mucks gemacht. Da bin ich echt super stolz auf meinen jungen Mann. Ja, hier ist jetzt noch Farbe dran, aber das macht nichts. Ich würde jetzt mal dahergehen und den Lila-Ton nehmen, diesen matten Lila-Ton. Und den setze ich mir jetzt schön... in die Lidfalte. Oh ja, das ist schön. Ja, es ist schwierig, wahrscheinlich jetzt alle Lidschatten auszuprobieren. Wir können es trotzdem versuchen. Aber es gibt ja auch schon, wie gesagt, die liebe Daisy hat auch hier drüber, ich glaube, sie hat auch alle Lidschatten ausprobiert und hat auch gesagt, es fehlt ihr eigentlich jetzt noch ein matter, dunkler Ton, ne? Aber gut, wir haben ja irgendwo dann... Ja, ich würde jetzt tatsächlich noch ein bisschen intensivieren und etwas höher setzen. So, aber ich freue mich auch gleich auf ein Eis. Morgen früh wollte ich joggen gehen. Eigentlich wären heute meine Haare dran gewesen. Aber da ich morgen mir fest vorgenommen habe, wenn nichts dazwischen kommt, dass ich joggen gehen möchte, dann ist Haare waschen heute Blödsinn. Ich schwitze eh jetzt noch. Ach, das ist ganz, ganz schön, oder? So ein schöner, matter Lavendelton. Ja, und dann nehme ich mir, glaube ich, mal einen Lidschatten, einen normalen Pinsel und gehe jetzt mal einfach in den Rosaton, in den hellen hier. Upsi. In den hellen Rosaton. Gib mir den hier vorne hin. Und ja, den sieht man... nicht so deutlich. Okay, seht ihr? Also das wäre was für softe Looks. Dann pinselst du dir den aufs ganze Lid und dann bist du gut damit.
Ne? Also man muss ja auch nicht übertreiben. Ich hätte vielleicht mal abklopfen sollen. Ja. Ist ein schöner, heller Roséton in matt. Und ja, könnte ich mir gut vorstellen, für ganz, ganz helle Häutchen sogar hier in die Lidfalte. Aber ich mache es mir jetzt hier so ein bisschen einfach in den vorderen Bereich auf meinem beweglichen Lid. So, ja, also sieht man nicht so krass, ne? Aber nett, ist nett. So, dann glaube ich, ich will mal gucken, wie das aussieht. Mit einem abgeschrägten mache ich, glaube ich, erstmal unten rum was. Und zwar das matte Türkisgrün. Oh, jetzt habe ich das Washi-Tape zu nah. Ich wollte gucken, inwiefern man das sieht. Also, man sieht es, aber es ist natürlich viel zu hell. Ich gebe es mir trotzdem auf. Wahrscheinlich werde ich mir gleich noch einen drüber geben. Seht ihr? Man sieht ihn. Den könnte ich mir jetzt auch gut vorstellen in der Lidfalte. Aber für so ein helles Pastell-Türkis-Grün ist er echt gut pigmentiert. Hut ab. Auch, ne, auch jetzt hier der Lavendelton. Nö, kann man gut sehen, ne? Ja. Okay, ich wollte einfach mal gucken, wie das aussieht. Lassen wir mal so stehen. So, jetzt haben wir die Matten alle ausprobiert. Ja, so ein Schimmerton hier in die Crease. Nicht so schön, ne? Ist jetzt die Frage. Ich glaube, ich würde jetzt diesen Gold-Peach-Ton, der nicht ganz so krass schimmert, den nehme ich jetzt mit so einem Smoky Eye. Da gehe ich jetzt hier rein, hier oben in den obersten. Und setze mir den in den Augeninnenwinkel. Oh ja, der ist schön. Der leuchtet richtig toll. Kein grober Glitzer, nein. Auch den kann ich mir auf dem ganzen Auge gut vorstellen, durchaus. Aber viele mögen das ja nicht auf dem Auge, ne? Ich bin mal gespannt, was ich mir jetzt hier gleich einfallen lasse, ob ich mit dem Finger auch arbeite. Was mit längeren Fingernägeln nicht ganz so prall ist. Also das ist so, finde ich, das ist mit kurzen Fingernägeln alles einfacher. Deshalb, also jetzt, ich denke, zum Wochenende irgendwie mache ich mir mal die Nägel wieder neu und kürzer. So. Ich weiß noch nicht, ob ich den unter meinen Augenbrauenbogen nehme. Oder ob ich vielleicht diesen Creme, aber den wird man nicht sehen. Ich weiß es noch nicht. Jetzt, was machen wir jetzt? Man muss spontan sein. Also, alles, was jetzt kommt, ist dann auch auffällig, ne? Also, dann nehmen wir doch nochmal einen sauberen, schön großen Lidschattenpinsel von Zoeva. Und noch einen Schluck Kaffee. Oh. Ja, es ist schwierig. Ich glaube, ich nehme erstmal dieses, neben diesem Gold, dieses Beerentönchen. Und gebe mir den in die Mitte. Und dann sieht man schon, ne, ich habe was auf dem Pinsel. Ich bin auch richtig reingegangen. Aber mit dem Pinsel kommt nicht wirklich viel. Also ich glaube, diese Töne hier in der Mitte zumindest, da gehe ich jetzt da mal mit dem Finger rein. Ja, dann haben wir mehr Abrieb. Abrieb. Ja, seht ihr das? Oh ja. Also eindeutig, wer es krass haben möchte, mit dem Finger. Allerdings ist das dann nicht so eine schöne Arbeit, finde ich, am Auge. Nicht so präzise, ne? Aber so als Topper oder es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich alle jetzt mir irgendwie irgendwo hinballern muss. Weil, wie gesagt, ich möchte eigentlich gleich noch so eben rausgehen. Irgendwie finde ich es auch gerade cool, wenn ich es so lassen würde. Hier, wisst ihr, einfach in der Mitte so ein Strich, so ein Balken, der unheimlich schön leuchtet. Fertig. Ja, doch, vielleicht noch ein Lidstrich. Aber da haben wir halt auch keinen. Doch, wir könnten gleich mal was ausprobieren. Moment, jetzt mal im Finger sauber. So schlecht, also die Farbe ist schön. Kommt schön raus. Jetzt weiß ich nur nicht, wie gesagt. Oder ich sprühe mir mal einen Pinsel. Obwohl, nee. Das ist
ist nicht gut. Ich glaube, ich gehe mal mit dem... Der wird nicht mit dem Pin, obwohl wir können mal versuchen. Aber ich gehe jetzt mal mit dem Finger in das Grün hier hinten und gib mir das Grün mal hier hinten auf. Ja. Und mit dem Pinsel kann ich es ja mal auf der anderen Seite versuchen, aber ich glaube, da werden wir nicht so gute Erfolge mit erzielen. Aber jetzt kann man auch nicht so schön hier verblenden, den Übergang. Also, finde ich nicht so schön irgendwie. Ich weiß nicht, was dabei gleich rumkommt. Ich probiere es mal mit dem Pinsel. Und zwar folgenden. Ja. Ich nehme mal so einen Synthetikpinsel und gehe jetzt in das Grün wieder hier hinten. Richtig wumsi rein. Habe auch ordentlich was drauf. Oh. Ja, seht ihr das? Da kommt auch was von ab, aber das ist ja hier im... Wir müssen Finger nehmen. Dann nehmen wir mal den. Gleich habe ich überall alles grün. Ich bin kein Fingerkind. Nee, das ist nicht so schön. Hier, jetzt habe ich hier unten, seht ihr, schon gepatzt. Das ist halt, wenn man dann so grobmotorisch oder, wie gesagt, schade. Also Catrice, da hättet ihr das wirklich mal hinkriegen müssen. Oder ich muss es ansprühen. Aber das glaube ich nicht. Oder man muss wirklich immer schichten. Also ich gehe jetzt ein paar Mal hier rein. Und ich glaube, dann würde ich doch lieber, weil hier unten habe ich jetzt schon was. Haha, Mist. Und das Washi-Tape. Hält auch nicht ganz so gut. Aber ich wollte mal so eine scharfe Kante haben, wie bei der lieben Sarah. Aber ich bin ja in der Übung. Also in der Übung. Ich übe ja noch. Eigentlich übe ich immer. Ich übe seit über 11 Jahren jetzt hier. Ja. Jetzt haben wir hier so ein bisschen unregelmäßige Übergänge. Aber das Grün ist schön. Ist nur halt, ne? Jetzt würde ich... jetzt haben wir ja noch diesen Klapptube. Ja, da würde ich tatsächlich mal versuchen, mit einem abgeschrägten Pinsel gehe ich jetzt mal in dieses Dupe von Klapp und versuche mal, obwohl das gibt oben, wird man den nicht, hier unten. Ich trage mir den mal hier unten auf und wie Sie sehen, sehen Sie nicht viel. Okay, auch das ist für die Tonne. Dann nehme ich jetzt nochmal den Pinsel, streife den ein bisschen ab, womit ich das Grün, drehe den einfach nur rum und gehe jetzt in das MAC Club Dupe, sage ich jetzt einfach mal, und setze mir den hier vorne hin. Hallo? Okay. Nein. Ich hätte mir gewünscht, dass hier drauf steht, nur mit den, also die Schimmer, naja, egal. Ich gehe jetzt mit dem Finger rein und versuche mir das mal hier vorne hinzusetzen. Also das ist schade, ne, dass das wirklich nur mit dem Finger handelbar ist. Oder vielleicht noch mit einem Schaumstoffapplikator. Ich guck mal eben. Nicht weglaufen. So. Kann auch sein, ich habe das, glaube ich, so im Gefühl, dass gleich der Akku abstürzt. Hab mir mal hier so ganz normale, ne? Die haben an einer Seite, ich weiß gar nicht, wo die her sind. Ich nehme aber jetzt die breite Seite und gehe wieder in den Lidschatten. Versuche das mal hier vorne. Ja, das geht besser. Zumindest hoffe ich das. Wartet mal. Ja, wunderbar. Seht ihr das? Auch vielleicht nicht ganz so, also ich gehe wirklich hier mit dem Pin hier rein, mit dem Pin. Und warum bin ich da nicht eben? Ihr habt mir das mal empfohlen, das zu machen und das ist, glaube ich, genau richtig. Ne? Das hätte man vielleicht, finde ich, wenn man sowas macht, ja, weil die Leute, finde ich jetzt, die sind ja enttäuscht, wenn man mit dem Pinsel diese Lidschatten, außer die matten Töne, die gehen. Aber diese Schimmertöne, die anderen, die will man doch auch dann eigentlich mit dem Pinsel. Da muss man auch vielleicht sogar so ein paar Applikatoren gratis oder für einen Apfel und ein Ei dazu tun. Habe ich jetzt hier unten. Aber das geht, ne? Das geht tatsächlich. Das kann man machen. Ich meine, die kosten jetzt nicht die Welt. Aber so als Anleitung, dass man sagt,
Applikator. Anwendung mit Applik, weil das geht, seht ihr? Das ist schön geworden. Warum ist man das? Ich drehe mal, gehe nochmal in das Grün mit der anderen Seite. Und das mit dem Applikator kann man das auch schön hier verblenden und hat das viel besser in der Hand. Ja, das war eine gute Idee. So. Klar, die sind jetzt dann auch schnell dreckig. Jetzt kann ich hier noch die schmale Seite verwenden. Ich weiß auch gar nicht, ob man die waschen kann. Werde ich einfach versuchen. Jetzt gehe ich trotzdem noch mal, das könnte ich auch mal probieren, in den Bärenton. Hier hinten mit der Spitze. Also hier. So. Moment, schön einpinseln mit der Spitze und setze mir den hier unten hin. Und krümmelt ein bisschen. Das geht aber auch, könnte man machen. Seht ihr? Ist ein bisschen alles nicht so einfach, weil man auch so ein bisschen dann so eine Kuhle vielleicht sich in den Lidschatten reindrückt, aber man sieht was. Also es ist ein Ergebnis. Es ist ein Ergebnis. Ja, das habe ich noch nicht richtig drauf hier mit dem Washi-Tape. Seht es mir nach. Ich weiß auch nicht, wie das gleich aussieht. Aber das ist eine gute Idee. Also Applikatoren bei der Palette, wie auch vielleicht bei manch anderen. Ja. Das sollte man sich, also finde ich, also ich kann das nicht alles mit dem Finger, weil wie gesagt, dann hat man auch, es gibt ja viele Frauen, die haben längere Fingernägel und das ist dann eine Sauerei oder die haben auch, nicht jeder hat schmale Finger. Und ich finde es auch nicht so hygienisch, wenn man immer mit dem Finger in die Lidschatten, wisst ihr, wie ich meine? Also dann lieber mit so einem sauberen Pinsel und das hier mit dem Applikator, also mit dem Schwämmchen, das geht, schaut mal. Kann man auch gleich schön verblenden. Ne, es gibt unterschiedliche. Ich weiß jetzt nicht, wo ich die her hatte. Ne, die haben so einen breiten und hier so einen schmalen. Aber Amazon oder sonst wo gucken. Ich sehe nur gerade, ich habe hier ein bisschen. So, aber das gefällt mir. Ja, jetzt würde ich, glaube ich, einmal jetzt hier noch Fingerchen säubern. Doch, ja, jetzt passt mal auf. Jetzt haben wir alle, habe ich euch alle gezeigt, bis auf das Gold und den weißen. Genau, dem weißlichen. Dann nehme ich nochmal einen sauberen Applikator und gehe jetzt mit dem breiten hier in das Gold. Ne, da gehe ich richtig schön rein, so. Habe auch ordentlich was drauf, hier ist es. Und ja, wo sollen wir den jetzt noch uns hinmachen? Einfach in the middle, in die Mitte, über den. Und dann haben wir noch so eine leichte Aufhellung hier, so einen kleinen Highlighter. Highlighter. Ne, das geht, seht ihr? Da kann man das auch schön verstreichen. Schön mitspielen. Okay, man muss halt, wie gesagt, ich habe jetzt hier zum Beispiel, sieht man das, ein bisschen feste gedrückt. Ja, da muss man dann ein Gefühl für kriegen. Die sind halt weich, die sind softer. So cremiger einfach. Aber das sieht auch schön aus. Und ich finde, den MAC Club Dupe im Augeninnenwinkel, dachte ich erst, würde zu dunkel. Aber nee, glaube ich, geht. So, ich spare mir jetzt, glaube ich, den Lidstrich oben, weil dafür habe ich jetzt, klar, ich könnte jetzt, aber ich lasse das. Nein, ich lasse das erstmal so. Wir gehen jetzt mal, könnte ich vielleicht auch, ich habe jetzt hier noch eine saubere Seite und gehe in den cremigen weißen, schlufe ich mal so rein und setze mir das hier hin. Da sehe ich aber nichts. Nee, das ist halt so ein cremiges Gedönse, ne? Nee, das lassen wir so. Was man noch machen, versuchen könnte, ist mit einem Synth, habe ich so einen hier? Ja, so ein Synthetiker, einen kleineren Pinsel. Da gehe ich jetzt mal in den Creme-Lidschatten richtig schön rein. Und dann versuche ich mir mal, das spürt man beim Auftragen richtig. Seht ihr das? Dann hat man wie so ein, wie hier das, was ich, ja, wie beim Highlighter so ein bisschen. Hier sind halt auch, da sehe ich, oh ja, jetzt sieht man das, hier seht ihr, jetzt war ich richtig fett drin, habe richtig was rausbekommen. Auch so ein paar Glanzpartikel. Also es ist jetzt wirklich so, dass hier so wie Glitzer, ne? Vielleicht auch aufdrücken dann eher. Aber dann, das geht mit dem Pinsel, ja. Aber im Augeninnenwinkel hatte ich jetzt auch diesen einen Goldton, ne? Diesen
Nicht ganz so glitzert. Auch das kann man machen hier so. Zack. Schaut mal. Ist auf jeden Fall. Könnte ich jetzt auch noch einmal, nehme ich den dunklen Lavendelton und möchte hier nochmal intensivieren. Einmal. Und dann gucken wir mal. Dann lasse ich den Look. Dann habe ich wirklich alle Lidschatten, alle Farben ausprobiert. Ihr wart dabei. Und ja, wie gesagt, also ich nehme jetzt mal, ich bin so gespannt. Mascara zeige ich euch auch noch gleich, eine tolle. Jetzt bin ich gespannt. Hier. Oh, oh. Okay. Ja, hier habe ich jetzt gepatzt ein bisschen, sehe ich. Das kann ich. Aber jetzt hat man tatsächlich so eine scharfe Kante. Und ob mir das gefällt und steht, mal gucken. So schlecht ist es, glaube ich, nicht. Man muss nur hier vorsichtig abziehen, damit man die Haut nicht hier so am Auge strapaziert. Aber, ja, die Patzer mit einem feuchten Lappen, na, schwierig. Da muss ich noch mit üben. Das habe ich jetzt noch nicht so sauber hingekriegt. Das ist, denke ich mal, Übungssache, dass man die gescheit aufklebt. Ne? Und ja, jetzt, sonst nehme ich hier wieder vom Puder was runter. Ich gehe noch mal hier eben drüber. So, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte jetzt schon Concealer auch, habe ich ja heute gar nicht benutzt. Dann, ist interessant, ja, das wäre jetzt erstmal so, oh, okay. Ich muss den Akku wechseln, ihr Lieben. So, bin wieder da. Also, ich habe auch gerade nochmal in den Spiegel geguckt. Das ist natürlich alles Übungssache, dieses mit dem Abkleben, mit dem Washi-Tape, das habe ich einmal vor 10 Jahren gemacht, ne, mit Tesafilm und jetzt nochmal versucht, weil ich das bei der Sarah Isabel so toll fand. Ja, da muss ich noch üben, aber ansonsten mag ich das eigentlich. Ich habe auch gemerkt, dass dieses Lippenglaze hier im Laufe der Zeit, klar, ich habe jetzt viel gesprochen und Kaffee getrunken. Oh, ich liebe den Duft. Ja, also das geht. Und es färbt jetzt auch meine Haut nicht so ein. Also das finde ich ganz schön, dass es nicht so ganz so pink dann aussieht. Aber es ist sehr angenehm auf den Lippen. So, ihr Lieben, jetzt habe ich noch eine Mascara. Die zeige ich euch schon mal. Die habe ich letztens mir gekauft, vor knapp 2 Wochen. Catrice, oder vor einer Woche. Seitdem benutze ich die nur noch. Die Pure False Lash. Die ist jetzt wohl neu reingekommen ins Standardsortiment. Und ich muss sagen, so von außen denkst du dir, nö. 10 Milliliter, ein 010 Fiber oder Fiber Black. Mit veganem Kollagen, parfümfrei, falsche Wimpern-Effekt, Mascara mit Fasern. Ja, ich zoom euch nochmal ran, wenn ich den richtigen Gang finde. Dann könnt ihr auch nochmal gucken. Also an sich finde ich das Augen-Make-up schön, ja, die Farben. Es ist jetzt nicht, es glitzert auch hier unten, man muss sauberer arbeiten. Der Highlighter, unheimlich schön. Ich kann mir sogar vorstellen, den Highlighter dann verschiedenartig mal versuchen aufzutragen. Aber wirklich voll auf die nackte Haut. Nach dem Primer würde ich es machen und nicht bloß nicht auf Make-up, sondern ich kann mir gut vorstellen, wenn man richtiges Make-up benutzt, wenn es nicht mega deckend ist oder man mischt es direkt. Also da kann man bestimmt schön mit rumspielen. Die Mascara, ja, die, das, wenn man genau hinguckt, sieht man die Fasern vielleicht. Die ist so ein bisschen bananenmäßig geschwungen und ich komme da eigentlich super mit klar. Eigentlich. Moment. Wenn ich nicht gerade dabei drehe, filme. Ich drehe die dann ein bisschen und spiele so ein bisschen. Und hatte letztens, wann war das letztens, gestern? Nein, vorgestern habe ich die benutzt. Wir hatten ja Klassentreffen, 30 Jahre Realschule. Es war so schön. Ich war auch ein bisschen aufgeregt und die haben zum Glück Namensschilder verteilt. Ich hätte manch einen nicht wiedererkannt. Gerade die Männer, die dann wirklich teilweise nicht mehr ganz so viele Haare bis gar keine mehr auf dem Kopf hatten, habe ich mir gedacht, wer bist du denn? Aber gut, vielleicht, oh, ja, ja, ihr kennt es. Ich und Mascara, ich, aber es lohnt sich, mit der Mascara ein bisschen rumzuhantieren. Und ich finde den Schwung toll. Die hält bei mir den ganzen Tag. Und wirklich, das Ergebnis finde ich so schön.
so Volumen, fächert schön auf, verklebt so ein bisschen, das ist okay. Ich mag es ja nicht, wenn es zu bappig ist, ne? Und wenn ich gleich das zweite Mal noch kurz drüber gehe, habe ich dann noch mal ein bisschen mehr Volumen. Und man sieht es vielleicht jetzt schon, ne? Und auch untenrum ging eigentlich immer ganz gut. Ja, und wie gesagt, es waren auch einige Lehrer da tatsächlich. Mathelehrer, Klassenlehrer, Physiklehrer, Englischlehrerin. Ja, bei der habe ich mich nochmal bedankt für ihren guten Unterricht, weil ich war ja nie eine Leuchte. Das gebe ich ja offen und ehrlich zu, dass ich zu meiner Fremdsprachenschwäche stehe. Aber sie hat mir trotzdem auf dem Abschlusszeugnis die 4 gegeben. Dafür habe ich mich nochmal bedankt. Ich habe mich ja bemüht und das hat sie auch anerkannt. Das fand ich gut. Auch wenn ich alle früher, ich weiß nicht, wie das heute ist, wir mussten, ich glaube, immer 3 Hauptarbeiten schreiben. Waren es immer 3, glaube ich. Und die habe ich alle 3 versemmelt. Aber durch Vokabeltests war ich immer super drin, weil im Auswendiglernen war ich toll. Schaut mal, eine Schicht. Und ich finde das Ergebnis schon richtig toll. Also ich bin echt begeistert. Ich weiß jetzt nicht im Langen. Also bisher, wie gesagt, ich habe die bestimmt jetzt schon 4-5 Mal auf meinen Wimpern gehabt. Es klebt manchmal recht viel Produkt oben. Also insgesamt an der Bürste. Davon darf man sich vielleicht nicht verunsichern. Manchmal kleben die auch so zusammen. Da muss ich so ein bisschen so hier so hin und her. Das geht aber. Also man kann die auch noch... Wenn ich jetzt gleich noch ein zweites Mal drüber gehe, die trocknet nicht so schnell an, das finde ich gut. Dann kann man noch in der zweiten Runde so ein bisschen die bewegen. Und wenn einem die Richtung nicht so gut gefällt, noch mal in eine andere Richtung. Ja. Also, das Klassentreffen war sehr, sehr schön. Und wir hatten das Glück, schon wieder angemalt. Müssen wir trocknen lassen. Da war noch mit uns im anderen Raum noch ein Klassentreffen. Die hatten 20-Jähriges. Wir hatten ja jetzt 30-Jähriges. Die hatten 20-Jähriges. Und die waren eher fertig schon. Und dann war da noch ein Lehrer, der hat sich angeboten, uns noch durch ein paar Klassenräume und so zu führen. Und das war ja mal interessant zu sehen, wie sich das alles verändert hat. In 30 Jahren. Von außen, haben wir alle gesagt, hat sich nicht viel geändert. Auf dem Schulhof doch, ja, hier und da eine Bank. Aber... Es war irgendwie von innen ganz krass, der Chemieraum, da war ein Raum, da würde ich wirklich sagen, hier future-mäßig, Hammer, Hammer. Und die Arbeiten, ich glaube, es war, nur noch mit Tablets, ne? Ab der 7. Klasse meine ich erst, vorher nicht. Und dann haben die gar nicht mehr so viel rumzuschlören, ne? Ob das alles so gut ist, aber ich glaube... Ist nicht schlecht, das, was der Lehrer uns da vorgeführt hat. Ich fand damals vor 30 Jahren, das Arbeiten war auch okay. Ne? Wir kannten es nicht anders, da gab es solche Sachen ja noch gar nicht, ne? Vor 30 Jahren. Jo, so sieht das jetzt aus. Und ich gebe jetzt mal noch hier oben einmal jetzt noch ein bisschen was drüber, aber nur oben rum. Noch so ein bisschen mehr. Und was ich sagen kann, die lässt sich, ich nehme immer den Augen-Make-up-Entferner von Nivea, den ölhaltigen, den man schütteln muss. Aber trotz, dass ich jetzt hier ziemlich viel auf dem Wimpern drauf habe, lässt diese Mascara sich sehr schnell, also mit meinem Augen-Make-up-Entferner, sehr schnell abwischen, beziehungsweise entfernen mit dem Wattepad. Ne? Super, und das finde ich klasse. Ich brauche nicht mal bei manchen... Also der ist ja jetzt nicht wasserfest, das ist ja jetzt keine wasserfeste Mascara, aber die lässt sich wirklich, und das begrüße ich sehr, gerade wenn man abends müde ist, dann brauche ich das nicht mehr so lange einwirken lassen, ist das wirklich eine schöne Sache. Ja, genau, jetzt muss ich gleich nur noch die Patzer entfernen. Hier so ein bisschen, da haben wir gepatzt. Aber alles in allem... Könnt ihr mir ja mal eure Meinung sagen. Klar, es gibt bestimmt einige, die sagen, nee, Nadine, also das ist aber jetzt hier ein bisschen glitzy, Schimmer. Und klar ist das jetzt hier, sieht man auch, ne? Das ist schon doll. Aber es war ja auch für mich das erste Mal. Und vielleicht nehme ich das nächste Mal von diesen tollen, jetzt zoome ich euch mal wieder raus. Vielleicht nehme ich das nächste Mal hiervon nicht ganz so viel und händle das anders. Nicht auf dem Handrücken, auf so einer Platte, Make-up, Schminkplatte und dann...
Mal gucken, vielleicht direkt auch mit einem Make-up-Eichen, mit so einem kleinen, gibt es ja für Concealer, könnte ich mir auch vorstellen, weil es ist ein bisschen breit geworden. Ist mir eigentlich ein bisschen zu breit, der Balken, aber die Nase gefällt mir super gut. Also die Nase, klar, meine Nase ist toll, aber jetzt, wie ich sie betont habe, ich mag das ja. Und ich muss sagen, so im Groben, also mir gefällt es. Das Augen-Make-up ist speziell, es schimmert schön, ich mag das. Also und vor allem, dass ich das jetzt noch, dass mir das eingefallen ist hier mit den Schaumstoff-Applikatoren. Ja, wie gesagt, da kommt man ja günstig ran und dann ist das auch mit vielen anderen Lidschatten tatsächlich, ist ja nicht nur Metaface hier, sondern ich habe ja auch mittlerweile andere, wo man das Problem hatte, dass mit einem normalen Pinsel kaum was auf dem Auge war. Mit dem Finger, aber ich mache halt nicht gern mit dem Finger und dann lieber mit dem... Also ihr könnt mir mal eure Meinung schreiben. Ich muss sagen, wenn ich jetzt gleich die Mascara-Patzer entfernt habe, werde ich jetzt gleich so Eis essen gehen. Ich freue mich über die Produkte. Ach, das machen wir jetzt aber noch. Genau, was ich euch eben versprochen habe. Ich nehme jetzt hier dieses Schwarz aus der anderen Catrice-Palette. Gebt mir das einfach mal hier so auf dem Handrücken. Ein bisschen doller. So, genau. Das würde ich... und jetzt nehme ich den Finger, einen sauberen Finger, und gehe hier in dieses Weiße, in diesen cremigen. Volle Kanne rein, hab was am Finger und tupf das jetzt mal hier so. Wow. Okay. Okay. Nicht schlecht, Herr Specht. Guckt mal auf meinen Finger. Ja, das ist dann so ein Topper und dann macht man aus so einem matten Schwarzen, könnte ich mir als Lidstrich unten auch, aber da muss man Tricks, ah, das ist zu schwierig, aber schaut mal, das changiert jetzt, das Schwarz changiert jetzt, blau, pinky ein bisschen, man sieht diese Glitzerpartikel auch auf dem Finger, ne? Okay, das geht also, ich denke mal, auf dem Auge muss man dann wirklich nur Vorsicht, darf nicht wie so ein, auf dem Handrücken habe ich jetzt vielleicht ein bisschen doller gerieben. Man muss wirklich dann vorsichtig tupfen. Können wir das nächste Mal mal machen vielleicht. Aber ihr seht, es ist machbar. Schön. So kann man dann aus dem Schwarzen einen, aus dem langweiligen Schwarzen einen spacig, metafacigen. Ja. Also da hätte ich mir ja wirklich gewünscht, dass Catrice noch, ich sag mal so, vielleicht statt dem Goldton hier, einfach dann noch ein, oder einfach noch einen schwarzen reinmachen. Warum habt ihr nicht noch einen schwarzen? Ja gut, jeder, klar. Aber dann hat man, es ist immer schöner, wenn man sowas zusammen in einer Palette hat. Also, ich finde die Palette toll. Die kriegt von einer Schulnote eine 2-. Ja, weil ich spiele gerne. Ich finde, man kann viel mitmachen. Man muss sich, sonst hättest du eine 1 gekriegt, aber man muss sich halt, wenn man mal so ein bisschen mit diesem Weißen hier und auch mehr spielen möchte, noch halt einen Schwarzton aus der anderen Palette. Ansonsten auch die matten Töne, ihr seht es, ganz gut geschichtet, gut aufgebaut, lässt sich gut verblenden. Und ja, mir gefällt sie, doch. Auch hier breiter Spiegel, klar, die haben wir jetzt schon ordentlich eingesaut, aber auch die Verpackung, ja. Wunderschön, Metaface, ich würde es übersetzen in... verspielte Palette. Das ist eine Palette fürs Gesicht. Metaface, ja. Und so würde ich auch, klar, der Highlighter, dieser Gel-Highlighter. Ich bin halt ein kleines Spielkind und ich finde manchmal nicht nur zu Karneval und ich finde, wie gesagt, auch die Mascara-Patzer denkt euch jetzt weg. Aber ansonsten würde ich sagen, so wie ich es jetzt gemacht habe, wenn ihr Make-up richtig tragt, würde ich auch vor, wenn ihr den Highlighter habt, gebt ihn euch auf und dann vorsichtig drüber. Aber ich würde es nicht andersrum machen. Ja. Ja, ihr Lieben. Jetzt könnten wir nochmal, weil das Fixing Spray benutzen. Weil es so schön war. Ja. Ihr Lieben, ich hatte viel Freude. Ich hoffe, ihr auch. Es waren eigentlich nur 3 Produkte, aber ich habe einen Full-Face-Schminki gemacht. Wir haben viel ausprobiert. Und ich muss sagen, das Endergebnis gefällt mir. Ja. Jetzt noch die Mascara-Patzer weg und dann freue ich mich auf Spaghetti-Eis, glaube ich. Ich liebe Spaghetti-Eis und das schmeckt so gut da, wo wir hinfahren. Ja, schreibt mir eure Meinung. Also die Mascara, wie gesagt, die Pure False Lash, die neue von Catrice. Mit meinen Wimpern, finde ich, macht die schöne Sachen. 2 Schichten. Hält auch Bombe.
und lässt sich bei mir mit dem ölhaltigen Augenmake-up-Entferner rucki-zucki ohne großes Gereibe abschminken. Brennt nicht in den Augen, alles supi. Ja, und wie gesagt, wenn man so ein kleines Spielkind ist oder so ein kleines Sammelkind ist wie ich, dann ist das auf jeden Fall was. Auch das Lippenprodukt. Doch, es ist nicht so eine, also dieser grüne hier zumindest, die 03, ist einer, der die, was ich jetzt gesehen habe, die Lippen auch nicht ganz so pink einfärbt. Dieses ganz dolle Barbie-Pink gefällt mir halt an mir nicht so gut. Jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt, ihr Lieben. Ich hoffe, ich konnte euch, und darum geht es ja in meinen Videos auch, ein wenig ablenken, wenn ihr mal nicht gerade so gut drauf seid. Vielleicht unterhalte ich euch ein bisschen oder konnte euch ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern, euch die Zeit ein bisschen schöner machen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ja, auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch für eure Treue, für eure Zeit. Und ganz besonders würde ich mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit dabei seid. Und bis dahin, bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.